Ja, moin moin. Ich habe mich wieder einigen Fragen rund um PlayerUnknown's Battlegrounds gewidmet und diese auf Herz und Nieren getestet. Heute mit dabei sind folgende Themen. Wer kriegt das Chicken Dinner, wenn am Ende beide bei einer Granatenexplosion hochgehen? Schützt ein kaputter Level 3 Helm vor einem Karabinerschuss? Dann noch verschiedene Fragen rund um Granaten und verschiedene Zäune. Und die Frage, kann man sich gegenseitig überhaupt ausnocken bzw. töten? Fangen wir mit der Frage an, wer das Chicken Dinner bekommt, wenn am Ende die letzten Spieler zusammen bei einer Granatenexplosion hochgehen. Hey, ich hab gewonnen. Ich bin Fünfter geworden. Bloß Erster geworden. Das ist ein Nannesmog. Jetzt kommt Nannesmog. Jetzt aber. Oh oh. Geronimo. Ich hab gewonnen. Gewonnen. Ich hab gewonnen. Hä? Mhm. Ah, stimmt. Ready? Tschüss. Wie man sehen konnte, scheint weder die Entfernung zur Granate, noch wer sie geschmissen hat, eine Rolle zu spielen. Nicht einmal, ob jemand mehr oder weniger Heal vorher hatte, ist relevant. Hier kommen wir leider zu dem ernüchternden Ergebnis, dass wir es nicht genau sagen können. Schützt ein kaputter Level 3 Helm vor einem Karabiner-Headshot, womit er dann besser wäre als ein komplett nagelneuer Level 2 Helm? Das ist ein Karabiner. Karabiner kann T3 Helm nicht one-shotten. Mein Karabiner hat, mein T3 Helm hat 85% oder 85 Punkte. Okay, und go. Ha! Tatsächlich. Dein Helm ist weg. Tatsächlich. Okay. Alles klar. Jetzt. Warte, ich gehe ein Stück weiter. Mit welcher Waffe? Mit einem Karabiner wieder. Okay. Ja, aber nur, wenn man volle HP hat. Weiter geht's mit verschiedenen Fragen rund um Granaten. Schützt eine kleine Hütte, die rund um Fenster hat, vor Molotow-Cocktails? Nimmt das. Warte! Oh. Und wie sieht es mit einem kleinen Zaun aus? Ja, ich bekomm Schaden. Ich bekomm Schaden. Alles klar, RIP. Schützt die zerstörbare Holzhütte vor Handgranaten? So, alles klar. Bist ready? Ja. Okay, Ned kommt. Oh. Genau davor. Kein Schaden, gar nichts. Und ein kleiner Zaun? RIP. Nee, kein Schaden. Gar nichts. Und wie sieht's mit einem Maschendrahtzaun aus? Give it to me, baby. Ready? Ja. Yeah. Ich will nicht sterben. Schützt denn der kleine Zaun vor Blendgranaten? Bitte eine Flash-Bang. Ah, genau, machen wir erstmal das Flash-Ding hier. Halytic, stell dich mal dahinter mit. Flash kannst du auch dabei sein. Ja, einer ist ein Prominent. Okay, das ist die Flash. Und wo wir eh gerade bei Zäunen sind, kann man jemanden durch einen Zaun mit einer Pfanne erschlagen? Ja. Doch! Warte mal, komm mal hierher, der Zaun hier ist ein bisschen dichter. Ja. Kann man einen Zaun mit einer Pfanne kaputt machen? Ja, dann geht's damit. Kommen wir zu der Frage, ob man sich mit einer Schusswaffe gegenseitig ausnocken bzw. töten kann. Hierbei haben beide Testpersonen jeweils die HP, die man hat, nachdem man bereits einmal ausgenockt war. Außerdem keine weitere Heilung intus und auch keine Art von Körperschutz. Alle bereit? Gut. Okay. 3, 2, 1, Schuss. Schuss.
Ich hab dich getroffen. Down, Flo steht noch voll öfter. Ich bin noch voll im Saft. Aber ich hab das Blutspritzen sehen. Obwohl beide den jeweils gegenüber getroffen haben, scheint nur der Schuss zu zählen, der als erster ankommt. Der andere wird komplett ignoriert. Und wie sieht es mit der Armbrust aus? Hier fliegt der Bolzen ja zumindest fast 2 Sekunden. Kuchen auch bereit? Ja. 3, 2, 1, Schuss. Ja, eine ist trocken. Ja, im Oberschenkel. Hier haben wir das exakt gleiche Ergebnis. Also ist es nicht möglich, in PlayerUnknown's Battlegrounds sich gegenseitig zu erschießen. Das war's auch schon wieder. Ich hoffe, ich konnte euch etwas unterhalten und ihr habt noch ein paar Infos mitnehmen können. Falls ja, lasst einen Like da. Abonniert meinen Channel, wenn ihr weitere Videos zu PlayerUnknown's Battlegrounds nicht verpassen wollt. Kommt mich auch gerne mal auf Twitch besuchen, wenn ihr mich mal live spielen sehen wollt. Und dann würde ich sagen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video. Oder ach, du willst nicht. Ach, okay, passt. Das soll in die Ecke, oder? Ich schmeiß dir auch eine Granate rüber. Ja, dann schmeiß mal und dann komm ich her. Und jetzt komm ran auf den Meter hier. Ich bin zweiter.